Leute, hi. Der Verkehr wird immer dichter, das Wetter wird immer beschissener. Es ist so, wie es ist. Auf jeden Fall wollte ich euch fragen, was wäre für euch, sage ich mal, was würdet ihr einen C63S vorziehen? Welches Auto, ja? Ich finde, bin jetzt seit fast 2 Monate jetzt mit der Kiste unterwegs. Hab schon ein bisschen mit Leistungssteigerung experimentiert. Wir sind noch nicht fertig. Abgesehen davon, was wäre so für euch, sage ich mal, eine Konkurrenz, wo ihr sagt, den würde ich auf jeden Fall vor dem C63 bevorzugen. Ja, ich habe jetzt einen Vergleich schon gemacht mit dem M3, dem F80. Habe dann die Vor-, Nachteile und so weiter, habe ich ja kurz beschrieben. Die sind jetzt auch nicht anders geworden in der Zeit. Also, wie gesagt, wäre ich viel zu viel Kraft vom Drehmoment her auf der Hinterachse. Auch jetzt im nassen Verkehr ist das der totale Horror. Da müsst ihr echt aufpassen, auch auf der Landstraße beim Beschleunigen und vielleicht mal kurz überholen, ist natürlich mit dem Auto manuell schalten am besten, weil wenn ihr dann dementsprechend das Pedal runterdrückt, schaltet ihr natürlich runter. Und dann müsst ihr schon vorbereitet sein, manuell schalten, am besten 5. Gang, ganz ehrlich, bei 100 und dann beschleunigen, dann geht's, ja, dann kann man's hinkriegen. Aber jetzt so hier Stadtverkehr und so schnell fahren ist sowieso schlecht bei so einem Wetter. Man muss ein bisschen defensiver fahren, sollte man zumindest. Und ja, da ist halt Allrad gefragt, ne? Da wäre jetzt der S3 nicht verkehrt für so heutigen Tag. Ich hatte aber Bock jetzt wieder den Mercedes zu fahren, ist halt so. Ja, nichtsdestotrotz, was würdet ihr für ein Auto bevorzugen? Was wäre so euer Ding, wo ihr sagt, Mensch, hättest du dir doch so und so einen geholt? Ja, keine Ahnung, was fällt euch ein? Was schwebt euch so vor? Was wären eure Autos, wo ihr sagt, Mensch, das wäre ein Ding? Ähnliche Preisklasse, Leistungsklasse, jetzt nichts Überschwängiges, was weiß ich, S65 Coupé oder keine Ahnung, es soll schon einigermaßen passen, ne? Ja, und vielleicht könnt ihr mir da was schreiben. Ich bin ja nie lange festgebunden an ein Auto, wo ich jetzt sage, da habe ich jetzt mein Herz drauf verloren. Also ich habe an einer Marke mein Herz verloren, das ist Porsche. Aber ich, wie gesagt, das Auto muss trotzdem passen. Ja, aber ich finde, Porsche ist für mich vom Image her und so weiter und so fort einfach das beste Auto. Ja, dann ist natürlich die Frage, ja, ich habe es euch ja gesagt, mit dem Panamera, wo ich ja Probe gefahren bin, die Größe kam ich nicht so wirklich klar. Es gibt mit Sicherheit auch schnellere Autos. Es ist aber, wie gesagt, dieser Mythos, ja, der mich ein bisschen hat, ist Porsche. Abgesehen davon, schreibt mir halt einfach mal, vielleicht macht ihr mir einen Vorschlag, was könnte mich interessieren, was wäre das Nächste? Na? Leute, ich wünsche euch eine gute Zeit. Vielleicht wird das Wetter auch bald besser und am besten eigentlich in Urlaub fliegen, wenn man die Möglichkeit hat. Schönes Wetter, sich aussuchen, ja, weil das Wetter müssen wir nehmen, wie es kommt, ne? Hilft ja nichts. Ja, gute Zeit, bleibt gesund, schreibt mir Kommentare, ich versuche euch alles zu beantworten. Macht's gut, ciao, ciao.